Freunde. Heute ist es sonnig, aber windig. Aber es ist genau das richtige Wetter für Bari. Caroline, hier eine ganz wichtige Person. Bei Caroline, die Hunde regelmäßig spazieren führt, genau. Kennt auch den Senior, der vor kurzem hier hergebracht wurde. Erzähl mir ein bisschen was über Bari. Also Bari ist 12 Jahre alt und ist in Hamburg gefunden worden. Und der hatte an seinem Halsband einen Schlüsselanhänger dran, wo der Name Bari drauf stand. Dieser Hund ist wahrscheinlich bewusst ausgesetzt worden. Er lief in Hamburg eine ganze Weile umher, bis man ihn dann zum Glück ins Lüneburger angebracht hat. Bari hat, da muss ich mir jetzt helfen, Bari hat ja eine unglaubliche Unterwolle. Das ist ja wie bei einem Schaf. Warum ist das so bei ihm? Wir können ja mal ein Stück gehen. Also seine Unterwolle könnte darauf schließen, dass Bari, dass er draußen gelebt hat. Ja. Das vermuten wir. Ja, aha. Und dass das deswegen das Fell auch so dick ist und ja. Nee, behalte ihn nur. Es ist noch wichtig, als Information weiterzugeben. Bari, der ist schon ein bisschen schwerhörig. Und aufgrund seines Alters tun ihm hin und wieder schon mal die Knochen weh. Ansonsten ist Bari untersucht worden. Ansonsten ist er fit. Er kann noch ein gucken und er versteht sich auch mit anderen Artgenossen. Bari soll aber auf gar keinen Fall mehr draußen irgendwo auf dem Hof oder in einem Zwinger leben. Hier werden wirklich liebe Menschen gesucht, die ihm eine Altersresidenz bieten. Eine liebevolle, versteht sie. Okay, was meinst du? Genau. Ja, genau. Wir werden jetzt noch einen Spaziergang mit ihm machen und wir hoffen, sie kommt vorbei und besuchen Bari. Tschüss. Na komm. Tschüss.